geh mal im Schritt erst einmal in das Hindernis rein. Wir fangen jetzt mal an, dass du überhaupt erst mal eine Idee davon bekommst, wie das so ein Hindernis aufgebaut ist. Also in welchen Stufen man so ein Hindernis absolviert. Geh mal bis vorne hin, halt kurz an. Der erste Fehler, der ganz häufig gemacht wird, ist, dass man sofort rückwärts reitet. Wenn man mit so einem Hindernis anfängt, was eine Idee hat vom Rückwärtsreiten, ist es am besten, man hält an und geht zweimal vorwärts. Und auch immer wieder, wenn man mal das rückwärts üben will, geht man wieder vorwärts. Weil sonst in der Turniersituation, die ja vielleicht irgendwann mal gewünscht ist, baut sich immer extrem viel Druck auf. Also nicht immer, aber es kann sich Druck aufbauen. Der Druck muss irgendwo hin und meistens geht er in die Idee-Richtung, die das Pferd schon hat. Also, und ganz häufig kommt ja aus dem Halten ein Rückwärtsrichten. Auch in der Dressuraufgabe hast du es natürlich nur einmal zum Beispiel bei X halten, aber in den Hindernissen ist es ganz oft so, dass du hältst und rückwärts richtest. Dadurch kriegen die Pferde schnell die Idee, halten, rückwärts wegrennen. Und deswegen fangen wir jetzt das erste Mal an, halten, genau so, extrem cool. Wir fangen am Anfang überhaupt nicht, haben überhaupt keine Idee davon, dass der jetzt besonders durchs Genick gehen muss, Stellung biegen und so weiter, sondern wir brauchen jetzt erst einmal eine coole Grundsituation, aus der entwickelst du dann, sagen wir mal, die Stufen, ne, der Schwierigkeit. Jetzt gehst du im Schritt wieder raus und kommst nochmal im Schritt hinten an. Aber der ist eh so cool, also gehen wir gleich mal im Trab. Das gleiche im Trab ankommen, ins Hindernis reintraben, vorne wieder halten. Habe ich jetzt ein sehr aufgeregtes Pferd zum Beispiel, dann würde ich ein bisschen mehr im Schritt arbeiten noch. Hast du einen, der eher cool ist, den man ein bisschen wecken kann, dann kann man auch sagen, komm, wir traben oder gehen zum Beispiel im Trab ran oder gehen im Schritt vorne wieder halten. Genau, so, super. Jetzt Stufe 2, kommt die nächste Schwierigkeit dazu. Wir gehen jetzt rückwärts, aber erstmal natürlich gerade. Ne? Und nachher musst du ja die Cappy oder den Krug zum Beispiel noch mitnehmen. Und dabei kommt die Schwierigkeit dazu, dass du dann ja noch was in der Hand hast. Deswegen das erste Mal einfach mal ohne auch üben. Und jetzt einfach mal gerade rückwärts aus dem Hindernis raus. Genau, dass du erstmal schaust, dass du dich auch gerade hältst. Ja. Genau, ein bisschen, tu den Kopf ein bisschen nach links, genau. Und ein bisschen mehr äußeren Schenkel rechts. Ja, genau, super. So, halten. Weil wenn du nach rechts guckst, ja, ziehst natürlich auch gerne den Zügel nach rechts. Dann guckt er nach rechts und dann geht im gleichen Zug dein Bein hier zurück. Weil du ja, wenn du dich nach rechts drehst, nimmst du das linke Bein zurück, sonst würdest du rüberrutschen und dann hast du das Pferd rund. Ja. Also musst du ein bisschen links das abfangen. So, nochmal im Schritt wieder rein, wieder halten, hat er super gemacht. So, der ist jetzt zum Glück echt cool, der hat nicht die Idee, von alleine jetzt rückwärts zu gehen gerade. Ne? Der bleibt ruhig stehen. Wenn du jetzt gespürt hättest, dass der nach dem Halten rückwärts will, dann hättest du nochmal wieder vorwärts gehen müssen. Aber wenn du merkst, der bleibt ruhig stehen, erstmal kein Stress. Auf was du von Anfang an ein bisschen achten kannst, ist, dass er geschlossen steht. Also geh nochmal einen halben Schritt vor. Ja, genau, perfekt, super. Das ist was, was nie schädlich ist, was nicht mehr Energie kostet, aber immer versuchen schon, immer wenn man hält, immer geschlossen zu halten. Weil das ist eine Sache, die sie sich dann einfach durch die Menge der Übung einfach leicht angewöhnen. So, jetzt kommen wir mal zum gleichen mit der Cappy in die Hand, also nehmen wir die Cappy in die Hand, genau, und gehen mal nochmal gerade rückwärts mit Cappy in der Hand. Dass der, genau, versuch mal gar nicht so viel nach hinten zu gucken, weil wenn du, genau, super, halt nochmal an. Jetzt hat er zum Ende, ist er zwar schön gerade geworden, aber ich hatte das Gefühl, dass er ein bisschen eigenständig rückwärts lief. Also gehen wir 2 Meter vor. Gerade vorgehen, anhalten, 2 Schritte zurück, nochmal halten, genau, wieder halten, super. Also der ist halt echt gelehrig und willig und hat daher von gleich die, zwar nicht aus dem Halten die Idee gehabt, zurückzukommen, aber im Rückwärtsgehen hat er die Idee bekommen, von alleine rückwärts zu gehen. Und das musste wirklich sofort stoppen dann. Er soll nicht eine Idee alleine weiterentwickeln, weil sonst hast du praktisch einen Schub, gegen den du arbeiten musst. Ne? Sobald du aufhörst, ihn rückwärts zu richten, soll er auch aufhören, rückwärts zu gehen. So, und jetzt nochmal ein Stück zurück. Wieder, nachdem du gehalten hast,
Perfekt. Wiederhalten, genau. Und durchgehen, du kannst die Kappe eben absetzen. So, jetzt kommst du nochmal neu ins Hindernis. Einmal nochmal im Trab anreiten. Vorm Hindernis, Übergang zum Schritt. Ja, sehr schön. Super. Genau, schön gelassen im Schritt reinreiten. Wieder halten. Super. Noch ein Hauch, noch ein Hauch. Ja, gut. Ja, sehr schön. Kappe nehmen. So, jetzt kommen wir mal zum Rückwärtsrichten im Slalom. Zuerst bewegt sich jetzt nur die Hinterhand. Du musst den Hintern ein bisschen zu mir rüberbringen. Genau. Und am besten schon leicht, genau, leichtes Rückwärts dabei. Nimm den zweiten Zügel ruhig in die Hand. Genau, die Kappe kannst du dabei halten, so langsam. So, jetzt die Vorhand wieder zu mir führen. Genau. Es ist für die Pferde immer einfacher. Halten wir mal an. Es ist für die Pferde immer einfacher, die Vorhand zu drehen als die Hinterhand. Also mit der Hinterhand haben sie oft Schwierigkeiten, reinzugehen und rückwärts zu gehen. Für die Pferde ist es oft einfacher, die Hinterhand läuft und die Vorhand schert aus. Dann kommst du ja auch irgendwann um die Kurve. Das geht natürlich hier nicht, weil wenn du hier mittig stehst und du würdest die Vorhand nur links bringen, dann bleibst du vorne links hängen. Aber gerade hier zum Beispiel kannst du, geh nochmal rein, vorwärts. Halt nochmal dazwischen an, wie am Anfang. Genau. Nimm ruhig die Zügel in beide Hände ganz normal und halt nur die Käppi extra. Noch ein Stück weiter vor. Noch ein Stück. Gut. So, jetzt musst du erst die Hinterhand tatsächlich rüberbringen. Das lässt sie nicht verhindern. Mach mal in meine Richtung. Ja. Gut, halt nochmal an. Stopp. Das Wichtigste am Anfang ist es wirklich so schrittweise zu machen, dass du immer wieder zum Halten kommst. Das Wichtigste ist die Kontrolle im Hindernis, dass eben nicht von alleine eine Hilfe oder eine Gangart vorweggenommen wird, dass er irgendwo anfängt, selbstständig sich von dannen zu machen. Deswegen lieber, sobald du das Gefühl hast, es entwickelt sich von alleine Geschwindigkeit, immer wieder zum Halten kommen. So, jetzt hast du ja die Hinterhand wenden müssen, aber wenn du jetzt rückwärts gehst, jetzt kannst du die Vorhand zu mir rausbringen. Die Vorhand zu mir rüber. Ja, genau. So, genau. Das ist dann die Mischung. So ein bisschen die Hinterhand, ein bisschen die Vorhand. Aber nur Hinterhand ist schwieriger für die Pferde als die Vorhand. So, und jetzt wieder rein. Buxieren. Genau. So. Weiter zurück. Zurück, genau. Und sobald die Hinterhand gefühlt in der Mitte ist, führst du die Vorhand wieder rein. Ja, sehr schön. Und zurück. Und wieder halten. Super. Perfekt. Und umsetzen. Sehr schön gemacht. Nochmal. Einmal ganz raus aus dem Hindernis. Ganz wichtig. Einmal zurück noch ein Stück. Zurück, zurück, zurück. Genau. Dass man sich das selber angewöhnt. Theoretisch ist es natürlich völlig wurscht. Aber in der Stresssituation vergisst man das selber oft. Dann sagt man sich, ach, ich reite jetzt einfach mal da durch. Ich würde es immer vermeiden, weil wenn man das nie macht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es einem auch nie passiert. Macht man es im Training immer so und denkt, ach, im Turnier denke ich schon dran, dann denkt man oft nicht dran. Deswegen wichtig ist, dass man das Hindernis immer ganz verlassen hat, bevor man es wieder durchreiten darf. Jedes Hindernis, was erledigt ist, darfst du danach einfach auch durchreiten. Aber eben nicht vorher. Und deshalb die Idee, immer zu sagen, ich gehe sicherheitshalber zurück, dann habe ich das so intuitiv drin. So, dann darfst du deine Kappe wieder absetzen. Und darfst das Ganze einmal komplett machen. Ohne meine Hilfe. Ja, mach doch ruhig einen Trab. Oder du kannst auch galoppieren, wenn du magst. Ja, genau. Schöner, ruhiger Galopp. Super. Gut, sehr schön.
Genau, gut gemacht. Jetzt gar nicht so weit weg von dem Ding. Je größer du den Bogen machst, umso schwieriger wird's. Schön, genau. Und gerade zurück. Und wieder halten. Siehst du, da war es schon ein bisschen zu weit, aber nicht schlimm. Super. Okay, schön gemacht. Das war das Rückwärtsrichten im Slalom.